Ja, der Jan hier von Music and Stuff und wir sind heute mal wo ganz anders, nämlich beim Musikchor der Bundeswehr, die heute mit UDO für ihren Auftritt bei Wacken proben. Geht's jetzt so nach dem ersten Schwung proben? Hervorragend, also alles funktioniert sehr gut und man merkt, da sind glaube beidseitig Profis zugange, die sich gut vorbereitet haben und das macht einen höheren Spaß. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass ihr was mit der Bundeswehr macht? Nee, wir haben mit dem Marinekorps Nordsee schon einen Auftritt hinter uns und da wird es auch eine DVD von geben Ende Juli und da waren am Anfang schon sehr große Berührungsängste. Also als wir ganz vorsichtig so mal rangetestet haben, hieß es dann auch so mit Metal und die waren da auch sehr skeptisch. Und aber auch nach der ersten Probe war dann auch die Skepsis und nach ein paar Bieren auch vorbei. Kam da so der erste Kontakt zustande oder wann kam das zustande? Ja, es gibt im ehemaligen Marinemusikchor der Nordsee, Wilhelmshaven, gibt es einen super tollen Drummer, Stabsoffizier Martin Pfeiffer. Der hat ein unglaubliches Händchen und kommt ja auch ein bisschen aus dieser Szene, hat die Verbindung hergestellt. Und mit seinem damaligen Musikchor gab es schon so ein Projekt einmal vorher mit einem Konzert in der Stadthalle in Tuttlingen. Und man war sich eigentlich einig, dass man das auf jeden Fall wiederholen muss. Dann gab es ein bisschen Pause und dann wurde der Impuls nochmal aufgegriffen und man hat gesagt, jetzt starten wir das Projekt nochmal neu, aber nicht mit einem Konzert in einer Stadthalle, sondern gleich in Wacken und das hat geklappt. Und dafür hat dann Militärmusik quasi sein bestes Orchester zur Verfügung gestellt, denn wir sind ja quasi das konzertante Aushängeschild der Bundeswehr und jetzt ist es soweit, ein Monat noch, wir sind irre gespannt. Auch irgendwas in Sachen, ich sage jetzt mal Lautstärke oder so, was man mit der Band ausmachen musste, so ihr seid zu laut, wir sind zu laut? Na gut, hier haben wir jetzt noch nicht die Realbedingungen, wir sind noch überhaupt gar nicht verstärkt. Ja, die technische Einrichtung wird ja erst bei den Proben vor Ort erfolgen. Zwei Tage vor unserem Auftritt werden wir uns in einer Tonhalle einnisten und dann werden wir die ganzen Feinabstimmungen machen. Aber so die Grundabstimmungen, wo wer welche Partien hat, das fließt natürlich damit ein. Aber da sind wir beim gleichen Thema. Das steht alles in den Noten und wenn sich jeder an die Spielregeln hält, dann ist es schon die halbe Miete. Vorbereitung aus? Habt ihr dann vorab schon Noten und so weiter bekommen und habt da so für euch geübt oder mit dem ganzen Orchester? Ja, wir hatten circa zwei Wochen vorher die Arrangements und haben dann hier im Probesaal die vorbereitet, ohne die Band erstmal und haben das dann quasi die letzten zwei Tage hier zusammengesetzt. Okay. Und war das jetzt dann komplett anders, wenn die Band mit dabei war oder hört ihr die gar nicht so laut? Ja, war natürlich auf jeden Fall komplett anders, da wir ja im Alltag im Grunde genommen auf den Dirigenten fixiert sind, vom Tempo, vom Zeitmaß her. Und hier waren wir quasi dem Drama unterlegen, das war eine ganz neue Situation, aber sehr angenehm, ganz lockerer Mensch, sehr nett, ja. Und wie ist es dann für euch, weil du bist ja jetzt Bassist und die Band hat auch einen Bassisten, gab es da irgendwie eine bestimmte Regel oder so, wie ihr das dann aufgeteilt habt? Nein, also ich habe den Bassisten sehr freundlich kennengelernt und
Der Kontakt war sehr, sehr warm, also hat alles wunderbar gepasst und die Arrangements waren immer so geschrieben, dass entweder er Bass gespielt hat oder ich dementsprechend, also mit unserem Orchester, mit dem Musikchor der Bundeswehr. Seid ihr dann noch nervös, so mit eurer ganzen Erfahrung, also so kurz bevor ihr dann auf die Bühne geht, oder ist es eher so, man weiß ja, was man zu tun hat und... Also Nervosität gehört irgendwie dazu. Also so ein bisschen Grundspannung ist bei jedem Konzert dabei. Ob wir jetzt vor 80.000 Leuten spielen, wie in Wacken oder in der Kölner Philharmonie. So ist die Anspannung doch da und die brauchen wir auch für unseren Beruf. Und insofern ist es auch gesund, dass es so ist.